Hallo und guten Tag zurück zu PT. Und wir haben ein wenig geforscht und wenn nur 20% von dem wahr ist, was wir denn da erforscht haben. Und was sich einige User da so überlegt haben. Dann, mein Freund, ist das ein krankes Ding. Ich sag jetzt einfach mal Jareth. Oder Jareth. Jareth. Der Controller hat vibriert. Aber ich habe mich bewegt. Der Controller hat aber wirklich vibriert. Aber ich habe das Baby auch nicht gehört. Sag's doch nochmal. Jareth. Ich gehe nochmal. Bei unserer. Na, das ist jetzt. Also jetzt ohne Scheiß, der Controller hat vibriert. Der Controller hat das, vibriert, ja. Als ich das gesagt habe. Ja, ja, ist kein Scheiß. Ist in der Tat passiert, ja. Wir warten jetzt auf 12 Uhr. Okay, wir erklären mal kurz. Der Name, den ich gerade genannt habe und den ich jetzt aus Gründen nicht nenne, ist ein Zusammenspiel aus der Zahlreihenfolge, die es da wohl gab und die sich einige User dann zurechtgesucht haben. Es soll in diesem Spiel an der Badewanne einige Bug- und Glitch-Screens geben, die man irgendwie hervorrufen kann. Außerdem hat das was mit dem Mörder der Lisa zu tun. Lisa haben wir das öfteren gesagt. Man kommt auf den Namen, indem man einige eigenartige Buchstabenkombinationen zusammensetzt. Das jetzt hier aufzurufen wäre ein wenig krank. Wir verlinken euch das Ding aber nach unten. Dann könnt ihr euch das selber angucken und ihr könnt euch auch selber mal Gedanken darüber machen. Ich möchte dazu nur sagen, ich habe selber Metal Gear alle Teile gespielt und ich erkenne und ich behaupte, dass ich mindestens in 3 Spielen jeden beschissenen Scheiß kenne. Das heißt, selbst die beschissensten, blöd versteckten Teile. Und ich kann mir das bei Kojima wirklich vorstellen. Und da das jetzt gerade wirklich direkt geklappt hat mit dem Controller, fürchte ich, dass dieser kranke Typ das tatsächlich so eingebaut hat. Auf jeden Fall deutet alles darauf hin. Ich bin nur 7 gelaufen oder so. Okay. Versuch's mal. Jareth. 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 Penisgesicht. Jareth. Jareth. Eine kurze Anleitung, was man jetzt machen kann, ergibt sich ebenfalls aus den Schnipseln. Bei jedem Schnipsel erscheint nämlich eine kurze Nachricht aus in einer anderen Sprache. Und wenn man diese alle komplett übersetzt, bekommt man eine ganz ziemlich genaue Anleitung, was man denn zu tun hat. Und das glaube ich tatsächlich. Ja. Jareth. Warn mich doch vor, sonst laufe ich doch wieder. Ja, dann warte ich dir jetzt vor. Ich probiere noch mal ein paar Variationen des Namens. Ja. Jareth, 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 Jareth. Jerry Line. Du würdest das auch Jareth aussprechen, ne? Ja. Was mich jetzt gerade irritiert hat, dass das erste Babylachen kam, bevor ich 10 Schritte gemacht hatte. Das fand ich ein wenig irritierend. Dann lauf mal 10 Schritte. Hab ich schon. Und das Babylachen kam nicht nochmal? Die alte kam mir jetzt auch gar nicht gehört, oder? Ach! Ah, doch, da ist er wieder. Ich wollte es gerade sagen. Nee, nicht, dass sie uns catcht. Das hat die bis jetzt immer nur gemacht, wenn nachdem die auf einen so zugewitscht ist. Nee. Doch. Nee, wir wurden das öftere Mal angewitscht und dann wurden wir nicht gepackt. Ja, aber die hat uns nur gepackt, nachdem die das gemacht hatte. Ja. Das meinte ich. Also, ich meine, ist ja erst Jareth. So. Jareth! Ich habe gerade kurz erschrocken, weil über mein Bild immer so ein Kasten erscheint. Und manchmal, wenn ich hier so rausgehe... ja, dann ist dein Kopf nicht mehr kopfig. Ja. Ich gehe nochmal durch. Ja. Du läufst mal 10 Schritte und ich halte die Schnauze. Ja. Wir warten jetzt erstmal auf Mitternacht. Genau. Das ist elementar wichtig. Ja, anscheinend, ne? Ja. Stand da bisher aber noch nicht, ne? Ja, doch, aber vorher passiert nichts. Mhm. Das stand da. Meine Stimme, kannst du sie hören, dieses Zeichen? Kannst du es verstehen? Außerdem
ist wohl auch das Geburtsdatum von Hideo Kojima irgendwie mit eingebaut und irgendeinen Baum. Außerdem weisen alle möglichen Zahlen, die wir bisher gesehen haben, auf Silent Hill hin. Das heißt, das war zwar schon wo ganz richtig bei einer letzten oder bei der letzten Session, dass ich gesagt habe, oh, ich weiß, dass es Silent Hill ist, wegen dem Radio und dem Loch in der Wand, aber es gibt noch mehr Hinweise, die ein bisschen besser versteckt sind. Nee. Die kommt jetzt schon vorher? Ja, nee, das ist jetzt gleich. Das kommt da immer. Ah, okay. Hey Lisa! Hey Lisa, hey Lisa, hey Lisa! Oh, ich bin weggejagt. Jetzt killt ihr uns gleich. Quatsch, wir haben den. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jarez! 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 Forrest Gump! Jarez! Jarez, Jarez. Man muss aber nicht laufen, das währenddessen, oder? Nee, die Position soll egal sein. Ja, ja, die Position ist egal. Jarez, Jarez. Jarez! Bleib mal stehen, bitte. Jarez, Jarez. Jarez, Sheriff. Jarez. Zaref. Ich freue mich schon auf diese Folge, das muss ich tierisch doof anhören. Ja, das muss ich auch doof anhören, aber was willst du tun? Klingel, du Kacktelefon! Guck mal auf das Telefon. Jarez. Jarez. Scheiße, das ist beim ersten Mal vibriert hat, weißt du das? Ja. Jarez. Jarez. Da war's. Aber ich hab nicht vibriert. Jarez! Jarez. Jetzt vibriere ich. Ich vibriere wie ein Irrer. Voll wuschig macht mich das. Komm schon! Komm schon! Ich vibriere immer noch. In der Nachricht steht, ruhig halten. Ja. Da war das dritte. Telefon. Telefon. Yes. Yes. Telefon. You've been chosen. Yes. Haha, es stimmt mit Jarez. Ich glaub es nicht. You've been chosen. You've been chosen. Wir wurden auserwählt. Du glaubst es nicht. Was ist das für ein Rätsel, bitteschön? Okay, alle diese Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich glaub's nicht. Okay, wir werden uns jetzt einfach mal probehalber alle möglichen anderen Let's Plays auch nochmal angucken und mal drauf achten, ob die was Ähnliches sagen. Und jetzt aber erstmal jetzt. He was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me.
bekannt aus Walking Dead. Silent Hills. Das S kann auf jeden Fall dafür stehen, dass es entweder die 8 ist, die nur halb ausgefüllt ist, oder dass es sich um mehrere Dimensionen handelt. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, zu sehen gibt es das Spiel bei Liquid Let's Plays. Wenn der Kackbut will. Man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Fangen wir wieder von vorne? Ich glaube ja. Ja. Aber damit. Ciao. War es eine kurze Folge, aber wir sind wenigstens durch und ihr habt den Trailer gekriegt. Und die Lösung. Aber das Ganze gibt es natürlich jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf. Quasi einmal als Service für euch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr weiterkommt. Das ist dann euer Lösungsvideo sozusagen. Ganz aber toll. Bis dahin. Ciao. Jerris, Alter.